Was geht, Freunde? Euer Sphinx hier und herzlich willkommen zu einem nicht erneuten, sondern zu einem neuen Stadionblock. Es ist ja jetzt leider schon 5 Monate her gewesen, knapp, dass wir den letzten Stadionblock hochgeladen haben, einfach weil ich nicht mehr ins Stadion gekommen bin. Heute ist es endlich wieder soweit. Flutlichtspiel, Freitagabend. Köln empfängt heute den VfL Bochum und ich bin gespannt. Die letzten paar Spiele waren ja jetzt nicht so überragend. Ich habe Lust, ich bin jetzt auf dem Weg zu meinem Vater. Wir haben es gerade ungefähr 17.20 Uhr. Aber lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Das Angebot war perfekt. Also lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt in Zukunft. Ich hoffe, ich kann jetzt mal mehr Content bringen. Das nächste Spiel, wo ich auf jeden Fall bin, ist das Derby gegen Gladbach. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder, wenn wir entweder schon im Stadion sind oder am Stadion. Ich hab Bock. Also, wir sind jetzt am Stadion, mein Vater ist jetzt auch da. Bin ich drauf? Ja, bist drauf. Bin ich online? Ja, du bist online. Und wir haben den besten Parkplatz, den es gibt. Wir stehen hier auf dem Astoria-Parkplatz, weil wir jetzt noch was trinken gehen, essen gehen. Wir haben noch gerade ungefähr 3 Stunden vor Anpfiff. Und da ist jetzt schon das Stadion, wie ihr sehen könnt. Und ja, das ist mega, weil das Wetter, ihr könnt sehen, ist dementsprechend beschissen. Also wir haben gefühlt englisches Wetter. Und perfekt, kurz die Hände vor der Kamera gehabt. Ja, es regnet, es stürmt und dann haben wir gar keinen Weg zum Auto gefühlt. Und es regnet rein, ich mach das Fenster jetzt zu. So, Freunde, wir sitzen jetzt noch mal ganz kurz im Auto. Es ist so arschkalt, ich ziehe meine Handschuhe auf jeden Fall auch gleich an. Weichei. Ich habe jetzt tatsächlich auch noch einen Pulli drüber gezogen. Mein Partner ist auch dabei. Und ich kriege jetzt einmal von den beiden ihre Match-Prediction. Papa, einmal deine Match-Prediction. 3-0 Köln. Selke schießt sein Tor. Ralf, du? 2-1. 2-1. Okay, ich tippe tatsächlich, 2-0 Köln. Ich hoffe auf ein paar schönes Spiel in dieser Kälte, dass es sich ja lohnt, ja auch hier gewesen zu sein. Man sieht mich jetzt nicht mehr, weil es dunkel ist. Aber da ist das Stadion schon. Und wir gehen gleich rein. Wir sind am Stadion und gehen jetzt rein. Es ist keine lange Schlange. Eigentlich sitzt doch auf geht's. Auf geht's nach 10. Wir sind im Stadion und die Mannschaft ist gerade gekommen. Heute bitte 3 Punkte. Alle zusammen ein herzliches Willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands. Jetzt lass den Videobeweis mit der Gruppe. Marvin Schwäbe! Doch! Nein, der will ja so eine Scheiße! Also ehrlich, also da komme ich schon mit dem Video. Das ist so unverdient, wirklich.
eine Katastrophe. Und ja, ich weiß nicht. Das wird das spannend. Was machst du dann so? Ich verstehe das manchmal nicht. Junge. Noch eine Ecke. Ey, das Wetter ist so komisch. Keine Ahnung, also ich habe gerade so ein bisschen mit Freunden geschrieben, wir spielen zu Hause gucken, es war doch ein Elfmeter. Meine Meinung nach ist er vor der Linie gefallen, aber wohl ganz knapp auf der Linie und Hübers hat ihn leicht berührt, er fällt wie nasser Sack. Keine Ahnung, ansonsten hat er nicht viele Chancen, eine gute Chance gehabt, aber ich sage euch ehrlich, der Schiedsrichter meiner Meinung nach unterirdisch. Hofmann, der Stürmer von Union, da hat eine gelbe gekriegt, da einen taktischen Foul und darf danach nochmal dreimal weiterfallen und einmal sogar im Zweikampf, so, wo ich denke, gelb-rot müsste schon sein. Ja, mal gucken, nicht um die zweite Halbzeit wird jetzt besser, aber ja, keine Ahnung. Es ist gerade echt, also das Wetter ist teilweise spannender als das Spiel. So, zweite Halbzeit, Freunde, auf geht's, bitte FC. Das können wir, komm, auf unsere Seite, auf die Südkurve. Einfach ein paar Türchen schießen, dieses Spiel gewinnen. Aber wir haben jetzt den 22. Es kommt nichts. Also, ich keine Ahnung, das ist enttäuschend, ehrlich. Aber ich will euch ehrlich, natürlich, Freunde, würde ich gerne mehr zeigen. Es geht nicht. Ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass ich gleich noch ein Tor vor dem FC zeigen kann. Es wird ein Highlight, aber ein Freistoß für Bochum jetzt mal wieder. So schlecht, wirklich. Worum fällt wegen jedem Scheiße? Das sind solche sechs Vereine. Ich bin echt gebrochen gerade, wirklich. Chabot gerade mit einer geilen Rage gegen Asano, der durch war. War kein Elfmeter zum Glück. Hat auch geil gemacht, aber jetzt, pass auf, jetzt kommt Peter Stöber, Sohn und 2-1, 2-0. Ja, es sah nach Abseits aus, aber wir schaffen es halt nicht zu verteidigen, was soll ich euch sagen. Spiel ist vorbei. Warum wieder 2-0? Ja, erst später, ich bin geladen. Im Stadion geht zu Ende. Noch ein paar abschließende Worte. Eigentlich habe ich gar keine Worte für dieses Spiel. Keine Motivation, meiner Meinung nach, keine Leistung. Also natürlich, wir haben gefühlt 80% vom Spiel gemacht, aber am Ende keine Chancen kreiert. Man könnte denken teilweise so, es fehlt uns so ein Denker auf der 10. Gebrochen auch einfach, weil wir seit 4 Spielen kein Tor mehr geschossen haben und keine Ahnung. Mehr bleibt mir nicht zu sagen. Ich bin auf jeden Fall das nächste Mal fest im Stadion auf, gegen Gladbach am 1. Aprilwochenende. Ja, davor kann ich nicht mehr ins Stadion gehen. Ist ja auch nicht mehr so lange hin. Ich hoffe nochmal, dass da ein Derby sich damit herumkommt zu Hause. Irgendwie was für 2 aus dem Spiel irgendwie ausgleichen können. Und ansonsten, ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr das machen wollt. Ja, über ein Like würde ich mich sehr freuen. Weil das dauert auch eine Sekunde. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal mit einem neuen Stadionblock. Hoffentlich mit 3 Punkten dann auch. Bis dahin.